Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, heute werden wir wieder, oh Gott, das arme Schwein, Dinge in die Luft sprengen. Mr. Schwein, du musst hier weg. Ich werde hier alles in die Luft jagen. Bruder, mach mal nicht. Du kannst reden? Jetzt hat er gerade noch so einen Sound gemacht. Ja, lauf einfach, Schwein. Okay, ciao, Kakao. Tschüssikowski. Adios, amigos. Bis bald im Wald. Ja, ich würde wirklich laufen. Denn, meine Damen und Herren, wir haben, glaube ich, heute das letzte Gott-TNT. Und zwar Lucky-Gott-TNT. Was dabei passiert? Ich habe keine Ahnung. Hey, Villagers, na? Kennt ihr mich noch? Du hast meinen Bruder hochgejagt. Dein Bruder? Aus dem anderen Dorf? Ja, den kenne ich. Oh, Alter, was willst du denn? Rache. Ich hab den nicht weggesprengt. Ja. Gib es zu. Ja, ich war's. Ich war's. Na und? Mann, ey. Spreng ich dich halt auch in die Luft. Hä? Es ist nichts passiert. Hä? Jo, es hat sich einfach nur in so einen blöden Block verwandelt. Was bist du denn für... Bitte. Oh. Nein, Wither. Es tut mir leid. Nein, Schweine. Was passiert hier? Da oben ist eine Wolke. Da vorne ist eine Wolke. Plötzlich ist dieses... Wither. Nein! Lass das Schweine... Nein! Warum? Warum, Wither? Oh Gott. Alter, was ist denn mit... Oh, Er ist richtig am Ausrasten. Nein! Wo bist du, du dreckiger Wither? Gib mir ein... Da. Bam, Alter. Netherite-Schwer. Ach komm, Alter. Bam! Oh, Alter, wie viel der aushält. Ja. Was willst du denn machen, Alter? Ich hab Game-Mode. Du hast meinen armen kleinen Freund umgebracht. Ja, was willst du? Hä? Ich bin im Game-Mode. Nein, lass doch die Schweine in Ruhe. Alter. Jetzt kassierst du. Mann! Warum denn arme Pferde? Alter, warum der zappelt so nervig rum? Nein. Okay, ich habe keine andere Möglichkeit. Wo ist hier das 2000-fache TNT? Wir müssen ihn sprengen. So. 2000-fache TNT. Er muss... Ey, wenn der davon jetzt nicht drauf geht. Das ist 2000-faches TNT. Warte. Oh, er ist hier. Jetzt kann ich ihn... Ja, ich kann ihn hier gut fertig machen. Bleib da. Er wurde besiegt? Ja, wir haben ihn fertig gemacht. Und es hat uns... Ist doch gar nicht so schlimm. Guck mal, hier ist ja noch alles. Das 2000-fache TNT hat gar keinen so großen Schaden angerichtet. Oh, oh. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Hey Leute, diese kleine Special-Weihnachtsversion von Mini-Paluten kann man ab dem 29.10. 10 Uhr auf paluten.shop vorbestellen. Das Ganze gibt es inklusive einem kleinen Adventskalender. Blende ich jetzt hier ein. Viele von euch hatten sich ja mal so eine Special Edition gewünscht. Und da ist er. Der kleine süße Fratz hat hier hinten auch so einen Bommel. Inklusive Kapuze. Zack. Von diesem kleinen Set haben wir insgesamt 5000 Stück. Wenn die weg sind, sind sie weg, weil vor Weihnachten schaffen wir es definitiv nicht, noch irgendwas nachzuproduzieren. Deswegen, falls ihr Lust habt auf diesen Weihnachts-Mini-Paluten inklusive Schoki-Adventskalender, dann schaut auf paluten.shop vorbei. 29.10. 10 Uhr und danke, jetzt geht's weiter mit dem Video. Oh Mann, ey. Ist das Dorf noch da? Hallo? Ja, hier steht noch so die Ecke von so einem Haus. Ja. Die Schweine! Ihr lebt! Oh, das ist das Wichtigste. Guck mal, hier ist noch ein Dorf. Ah, das reicht sogar zum Teil in so ein Schneebiom. Wie geil ist das denn? Cool. Oh. Ja gut, hier ist natürlich alles gefroren. Das ist ja geil. So, aber ey, bedeutet jetzt dieses... Nein, hier ist das rohe Schweinefleisch. Nein, essen wir natürlich nicht. So, ich will jetzt nochmal testen. Oh, was ist das jetzt? Es ist blaues. Oh, was? Das war das spiegelnde TNT oder so, ne? Ja, das Lucky-TNT spawnt im Grunde genommen. Es kann dann jedes Gott-TNT imitieren. Und deswegen wenden wir jetzt mal
Hier richtig schön in der Reihe. Zack, 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 zack. Oh, oh. Nein. Wow. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen, Leute. Weil das eine war, glaube ich, war nur... Oh, die sind hier rübergesprungen. War, glaube ich, die Atombombe. Yep. Oh. Alter, wie cool sieht das denn aus? Ja, wunderschön. Und und der Wald brennt direkt. Alter, das ist ein geiles Dorf. Das ist auch schon wieder so in zwei verschiedenen Biomen. Hier einmal Plains. Guck mal, hier oben sind auch noch so Giftwolken. Und dann, ich muss zugeben, ich weiß nicht ganz genau, wie dieses Biom hier heißt. Obwohl, können wir doch sehen. Irgendwo steht dann hier immer der Name. Ich sehe es nicht. Ich würde sagen, dann ist Zeit für das erste Weltuntergangs-TNT. Eine Supernova. Was ist genau eine Supernova? Probieren wir es aus. Oh. Es wird auf jeden Fall eine gigantische Explosion sein, oder? Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Kühe. Ihr seid gleich Bacon. Bacon? Nee. Ein Filet. Hier hat doch gerade jemand gegraben. Moin. Hallo. Hier ist irgendwas passiert? Oh nein. Es lädt nicht. Es lädt nicht. Hier passiert was. Der Server ist nur noch nicht weit genug. Gesundheit. Dankeschön. Oh, ich habe eine leichte Schnorder. Es ist jetzt... Alter. Was ist das denn? Das ist ja absolut krank. Das sieht so aus, als wären so Schallwellen auf den Boden geklatscht. Weil überall gibt es so diese, ja, diese Kornkreise. No way. Das war nicht geplant. Als ob. Hier ist einfach das Endportal. Junge, wie random ist das denn? Wie geil. Hier war einfach random das Endportal. Alter, wie krass ist diese Supernova? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Doch, das war auf... Das muss die bis dato heftigste Explosion sein. Weil guck mal, ich kann nicht mal so weit gucken. Wenn ich hier am Rand stehe, ich sehe da hinten nichts. Wir können ja hier nochmal Grafikeinstellung. Sichtweite kann ich vielleicht mal auf 19 Chunks. Boah, dann ruggelt's direkt. Ja, so lädt's relativ... Ey, das ist aber... Das ist schon sick. Nochmal! Diesmal lasst uns mal ein anderes Biom nehmen. Lasst uns mal... Tiger? Oh ja. Hier vorne links ist ja noch so ein riesiger Berg. Warte mal, ich werde hier eins zünden. Boah, das wird gigantisch sein. Oder... Ja, genau, hier zünde ich ein. Boah. Okay, okay, okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Liebe Villager, ich komme in Frieden. Wir haben dir nichts getan. So, warte, jetzt schnell noch hier eins zünden. Ja, hat noch geklappt. Sehr geil. Seit wann gibt's das denn? Einfach ein Armor-Stand? Mit einer Brust? Das habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Also, das habe ich jetzt hier auch nicht platziert oder so, sondern das wurde einfach so generiert. Oh, oh. Als ob! Der hat das überlebt. Du hast die Supernova überlebt. Wie krass bist du denn? Super, immer mega krass. Und der Armor-Stand auch. Und die Tiere hier unten auch. Ah, nee, hier sind noch mehr Armor-Stands. Oh. Das sieht geil aus. Was ist denn mit dem zweiten? Boah, hier kannst du richtig schön in die Höhle reinfliegen. Ja, aber... Oh! Mega Ruckler, ich habe die Explosion gehört. Alter. Oh, irgendwas ist da runtergeflogen. Da ist noch eine Fledermaus. Oh nein. Ihr lebt? Bist du echt? Ja! Die Hühner haben das aus irgendeinem Grund überlebt. Guck mal, auch hier unten. Da! Hier ist eine Katze. Hier, die ist echt. Tut mir leid, ich wollte ihn nicht hauen. Ein Golden Squid. Ah ne, so ein funkelndes Squid. Das ist schon krass. Jetzt gibt es aber mal was Positives. Und zwar das Weltuntergangs-TNT-Stadtfeuerwerk. No, hallo, Leute. Ach nö. Hey, hallo. Guten Tag, Sir. Nicht der Schon magst wieder. Du... Oh, magst du Feuerwerk? Vollmann den Rudi. Findest du geil? Ja, ich auch. Guck mal hier, was ich euch mitgebracht habe. Böller. Hey, nicht schlecht. Was ist das? Als ob, das lässt einfach eine... Ja, ich dachte, das wäre ein Stadtfeuerwerk, wo Feuerwerk einfach kommt. Aber das Ding spawnt einfach eine komplette Stadt. Warte mal, wir müssen mal... Na, aber Snowy vielleicht? Warte mal,
Snowy. Da könnte doch Platz sein für eine Stadt. Wo bin ich? Au, Hilfe! Ich muss hier hoch. Entschuldigung, hab mich teleportiert. Ja, hier unten auf dem Eis. Boah, das sieht bestimmt geil aus. So, hier zünde ich das. Zack. Hier müsste das auch richtig gut hinpassen. Und... sieht ein bisschen komisch aus. Warum ist denn hier... aber auch irgendwie geil. Guck mal, du hast hier eine richtige Stadt plötzlich im Eis. Auch wenn die Häuser teilweise hier so gar nicht hinpassen. Das war eben aber anders. Weil die Stadt hat sich komisch generiert. Oder ist das immer random? Naja, das ist immer komplett random. Aber hier das Haus? Junge, mega geräumig. Ist ganz geil. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen weiteren Folge von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne einen kleinen Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos, könnt ihr gerne vorbeischauen. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.